Jo Leute, hier ist aber da euer Table Tennis Game Failer bei Super Mario Galaxy 2. Jo, wir spielen das Spiel heute einmal wieder unter dem Motto Let's Search the Green Stars und meine Fernbedienung. Ey, komm schon. Das Sicherheitsband hier. Nun gut, ja, ich weiß gar nicht. Ey, Nunchuck, was tust du mir an? Ich habe dir gesagt, lass mich in Ruhe. So, es geht weiter. Wir können nun endlich in die Weiten des Universums hervortreten. Ah, stimmt, genau. Wir haben ja noch hier diese eine Galaxie hier unten da. Ja, fehlt uns doch dieser eine Stern. Und wenn ich mich recht noch erinnere, dann war das auch diese lustige Situation, wo ich am Ende... Ach ja, wie soll man es denn nennen, Leute? So unglaublich viel Spaß hatte, weil diese verdammten Kugeln mich irgendwie mal richtig geärgert haben. Und da sind sie, diese Stelle, Leute. Aber das werden wir heute ändern. Die Kugeln können mal gerne nach Hause gehen. Die können, wie manche auch so gerne sagen, die können mal arbeiten gehen. Ja. Die haben hier null zu melden. Und genau das werde ich diesen Kugeln... Aua! Nun demonstraten. Also, nimm eine Kugel mit, Mario. Genau. Zack. Und auf geht's ins Abenteuer. Zack. Ich übe schon mal das Springen, weil das wird ja gleich wieder schlimm. Ich sag euch, ich probiere das einmal mit dieser scheiß Schraube hier, ne? Und wenn das direkt nicht klappt mit der Schraube, dann könnt ihr mich mal gerne haben. Dann werde ich nämlich ganz einfach eine andere Technik entwickelt on my own benutzen. Und dann können mich diese verdammten Scheißkugeln machen. Boah, das war knapp. Ja, ich raff das nicht. Ich raff einfach nicht, wie das gehen soll. Deswegen könnt ihr mich mal. So. Okay. So, Leute, wartet. Guckt euch den an. Was sagt er jetzt? So, zack. Nö, ganz ehrlich. Ich habe keine Lust mehr auf so eine Kacke. So. Zack. Da braucht man nämlich diesen Scheiß gar nicht. Oh, ein Pac-Man. Pac-Man, da oben ist er. Ja, die können mich mal wirklich richtig... Ich hasse... Oh. Könnt ihr euch noch erinnern? Hier, diese Stelle, die hat uns... Oh, die hat mich Millionen an Jahren auch gekostet, diese Stelle hier. Ich hasse sie noch heute, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich glaube, ich musste erst hier drauf. Oder was heißt, ich musste? Es wäre recht sinnvoll... Nein. Oh, oh Gott. Oh, 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 oh. Yay! Boah! Fuck, fuck! Ah, geil, geil! Geh drauf! Ja, geh drauf! Ja, geh drauf! Mario! Dim, 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 Mario. Oh ja, dieser Mario, wir haben den Stern nun erhalten. Sehr schön gemacht, Mario, muss ich nun wirklich sagen. So lobe ich mir das doch. Ja, der 202. Stern, den wir nun schon besitzen. Und den haben wir in 3 Minuten noch irgendwas geholt. Auch eine recht gute Zeit, wie ich finde. Da kann man... nun wirklich nichts gegen sagen. So, jetzt müssen wir wohl oder übel hier die machen, ne? Oh, ich habe keinen Bock auf diese Galaxien, Leute. Ganz ehrlich, tut mir leid, aber auf die habe ich echt gar keine Lust. Aber nun gut, was soll es? Ich werde es trotzdem auf mich nehmen. Ach ja, Leute, das ist immer so eine schöne Sache. Ich war aber gerade eben schwimmen, ja. Ja, Mittwoch. Ich weiß nicht, wann ihr die Aufnahme jetzt seht. Auf jeden Fall haben wir jetzt Mittwoch, wo ich das hier aufnehme. Und ich war eben schwimmen und... ja, schwimmen war sehr gut. Also, das kann man wirklich nicht anders sagen. Mal wieder voll reingehauen, 50 Bahnen gemacht, in relativ kurzer Zeit, keine Ahnung, waren 20 Minuten unterwegs oder so, waren wir 20, ne, 20 zu übertrieben, ich glaube eine halbe Stunde waren das, eine halbe Stunde für 50 Bahnen ist schon wirklich in Ordnung, natürlich, klar, die richtigen Profischwimmer, die lachen da jetzt drüber, ne, aber Profi bin ich ja nicht, ich bin ein dummer Rettungsschwimmer, der hätte Leistungsschwimmer wahrscheinlich sogar werden können, also ich war früher sehr gut. Ja, meine Mutter hat auch gesagt, geh mal zu den freien Schwimmern, da kannst du voll was lernen und so kannst du gut werden. Aber ich wollte da irgendwie nicht hin. Frag mich nicht, warum. Ich höre den Stern aber schon. Ich hatte da irgendwie nie den Drang, da hinzugehen, da oben.
Ich weiß es auch nicht warum. Ihr habt wahrscheinlich eine große Karriere vertan, aber ist mir auch nicht schade drum, wenn ich ehrlich bin. Also. Ey, hör mal auf, du blöder Mann. Ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie heulen würde. Ich bin schwimmen gegangen. Nee, überhaupt nicht. Also, ich bin froh, dass ich das so gemacht habe, wie ich das bisher gemacht habe. War der hier schon am Anfang? Nee. Ey, wo war der denn jetzt? Wartet, Leute. Kamera-Action. Ne, Hauptsache sind überall Pfeile. Doch, das kann gut sein, dass das Ding sogar schon über uns war. Wäre aber ärgerlich. Nee. Dann war das hier nebenan, ne? Das war bestimmt nebenan. Ja, okay. Es geht wirklich alles runter. Da ist null Chance. Ich habe gedacht, wir können uns da jetzt irgendwie so dran vorbeiglitschen. Aber es geht nicht. Ja. Nun gut, okay. Wir müssen hier rum. Schade. Schade, schade, schade. Ich mag dich nicht. Jetzt muss ich hier rüber, ne? Aber wie kommen wir dahin, Leute? Eine schwierige Aufgabe. Ja, und hier. Aha! So einfach geht das. Man darf nur wieder nicht in diesen Stern ringen. Das ist wirklich tückisch manchmal. Dim, 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 dim. Sterne halten. Sauber, auch der Stern gehört nun uns. Hahaha. Ja. Manchmal drehe ich auch so ein bisschen ab. Ne, auf jeden Fall. Schwimmen war gut, das hat Spaß gemacht. Ich brauche immer so Sport, der mich entlastet, Leute. Ich brauche immer was, was richtig reinhaut. Tischtennis auch. Ich spiele Tischtennis meistens so lange im Training, bis ich wirklich nicht mehr kann. Bis die Beine sagen, Junge, mach eine Pause. Und viele denken immer, also wenn ich mit so Leuten spreche, die von Tischtennis wirklich null Ahnung haben, die sagen, oh, was willst du mit Tischtennis, du Loser? Da muss man sich ja gar nicht anstrengen. Und ich denke mir so, was ist denn mit denen? Die haben noch keinen Ball Tischtennis richtig vernünftig gespielt und sagen, oh, da muss man sich ja gar nicht anstrengen. Ich denke mir so, genau, da muss man sich gar nicht anstrengen, ne? Also Tischtennis ist, wenn man es richtig spielt, ja, wenn man es wirklich richtig spielt, ein sehr anspruchsvoller Sport. Gerade technisch ist Tischtennis unglaublich anspruchsvoll. Ich glaube, es gibt kaum eine Sportart, klar, gibt es da bestimmt Sportarten, aber kaum eine, die mir jetzt so einfällt, von den Standardsportarten, weil Tischtennis ist ja eigentlich schon so eine Standardsportart. Also so sehe ich sie zumindest, gehört zum Breitensport, glaube ich. Ja, also kaum eine Sportart ist so heftig von der Technik her wie Tischtennis. Selbst Tennis ist, glaube ich, noch einfacher, obwohl Tennis ja auch schon. Aber ich glaube sogar Tennis ist noch einfacher, weil wenn man Tischtennis wirklich mit den Belägen und alles, beim Tennis kriegt man auch so normal was hin, ja? Beim Tischtennis wird aber so oft schon direkt falsch gespielt. Vielleicht vertue ich mich da jetzt auch, ist alles möglich, ne? Ey. Aber würde ich einfach mal jetzt die Behauptung aufstellen. Und wenn man Tischtennis wirklich richtig spielt, sich richtig bewegt, und Tischtennis ist eine Menge Bewegung. Tischtennis ist keine Langstreckenbewegung, sondern wirklich eine Kurzstreckenbewegung. Heißt, kurz Schnellkraft, also schnell dahin, zack, zack, immer wieder auf den Beinen, schnell dahin, links, rechts, Sidesteps, permanent. Und ich höre den Stern schon wieder, ich weiß aber nicht, wo er ist. Genau. Also hier nicht. Nun gut, okay, genau. Bam. Und der hat mich abgestellt. Wo soll der Stern sein? So, mal gucken. Muss er hier ganz in der Nähe sein? Hör ich doch, ich höre den doch schon wieder. Wisst ihr, die Sterne, das sind ja immer so die Lustigen, die verraten sich ja immer. Guck ich nochmal von hier. Hello, Star. You are here. I'm here too. Oder ist das der von unten eben? Nee, ne? Ja, nur, ah, fuck! Entschuldigung. Naja, okay, gehen wir einfach mal weiter. Was soll das jetzt? Mein Gott. Gehen wir weiter und selbst wenn wir den jetzt nicht kriegen, guck. Genau, was sie wollte mich voll veräppeln. Wenn wir den jetzt nicht kriegen, ist egal, dann holen wir halt den nächste Mal. Dann holen wir jetzt schon mal den dritten Stern, dann haben wir den schon mal hinter uns. Wenn. Verdammt!
Wow. Wenn es denn wirklich so ist, wie ich mir jetzt hier vorgestellt habe. Boah, weht. Nein! Das gibt es nicht! Was für ein Pech kann man denn schon wieder haben, ey? Mein Gott, diese fette Rotmütze. Ja. Ich höre den. Aber ich habe das Gefühl, dass er wirklich der da unten ist. Wenn du jetzt rauskommst, dann schlage ich dich. Also, lass, ich habe dir gesagt, lass mich in Ruhe. So. Hat mal jemand gefragt, wo er das ist mit dem? Ich habe dir gesagt, lass mich in Ruhe. Das ist vom Dennis. Das hat nicht der Sepp erfunden, sondern das ist vom Dennis. Und der Dennis, der ist von Switch Reloaded. So, bam, 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 bam. Zack, zack, zack. Uh-oh. So, komm, gib mir nochmal ein paar Sternteile mit. Die nehme ich gerne mit. Ich meine, ich brauche die am Ende eh. So, und rein da. Jetzt bin ich aber gespannt. Hätten wir den gesehen? Ah, von hier aus kann ich doch bestimmt was sehen, oder? Komm schon. Ah, da ist die Sternteile. Da oben! Tatsache! Da oben ist ein Stern! Ach du Scheiße, wie kommt man denn da hin? Ja, okay, da müssen wir uns dann wohl gleich mit beschäftigen. Beschäftigen wir uns jetzt hier erstmal hier mit. Ja, sagst du etwas falsch? Und tschüss, Junge, du kannst mich mal gerne haben. Ja, dann müssen wir da wohl gleich nochmal hin. Dann suchen wir jetzt erstmal den dritten Star. Ich hab schon gedacht, was ist das denn? So. Also, wo bist du? Stern Nummer 3. Auch dich würde ich gerne in meine... Oh, oh. In meine... mein Gewahrsam nehmen. Au, au, au. Der hat gesessen. Zack. Einmal hier hin. Einmal hier drunter. Und... Ach, das war mal wieder einer der geilsten Ideen, die der Table Tennis Gamer seit langem hatte. Aber nun gut. Bleiben wir doch einfach hier. Gehen wir einfach hier lang. Und jetzt müssen wir schnell sein. Boah, war das knapp. Ich höre schon wieder was. Wo bist du? Ich habe dir gesagt, wo bist du? Wie sieht das aus, wenn ich die Kamera... Ah, dann kann ich gerade sehen. Sehr schön. Hm, der muss hier irgendwo sein, ne? Und jetzt sehe ich ihn. Hallo, Star. I want you. Where are you? Aber hier sieht das recht spannend aus. Hier muss ich mal gucken. Nee, da ist nur so ein Toad. Da oben ist so ein riesen Endgegner, so wie es scheint. Aha. Und hier ist das. Stern! Da! Hä? Wie habt ihr euch denn das jetzt schon wieder vorgestellt? Ich gehe erstmal hier den eliminieren jetzt. Ja, komm, erstmal du. So! Komm, Junge. Wie haben die sich das denn gedacht? Wie soll ich denn da oben rankommen? Wie soll das denn gehen? Mal ganz im Ernst. Wie soll ich denn da drankommen? Könnt ihr mir das mal verraten? Ihr habt doch voll gelitten. Wie soll das denn gehen? Na, warte mal. Nee, der macht doch sofort dicht, wenn ich in die Nähe komme. Wie soll das denn gehen? Sagst du, da habe ich den Stern noch Ewigkeiten nicht? Ja, eine wirklich sehr interessante Frage, die sich hier uns stellt. Wie soll das gehen? Ich habe keine Ahnung, ich gehe mal hier rein. Ja, hier wollte ich nicht rein. Wie soll das denn gehen? Robby nicht. Ich möchte sterben und jetzt kann ich noch nicht mal sterben. Ich kann nicht sterben, ohne das Ding zu berühren, ne? Ich kann nicht sterben, ohne es zu berühren. Okay, wir müssen nochmal das ganze Level von vorne machen, so wie ihr das sicher gemerkt habt. Weil ich, ja, hätte jetzt noch den Gegner machen können oder was dann gekommen wäre. Was hätte mir das gebracht, den Gegner zu machen? Ja. Null hätte mir das gebracht. Vielleicht noch, hast du aber schön gemacht, Tutorial Game, aber mehr auch nicht, weil mehr bringt uns das gar nicht. Null, niente, würde man sagen, auf Italienisch, glaube ich.
Nun gut, okay, wir machen also... Boah, ich hab keinen Bock mehr auf die Galaxie, Leute. Wir machen gleich eine andere. Ich suche mir gleich eine aus. Ich gehe gleich die Welt noch ab und guck mal, ob wir noch schöne Galaxien haben. So, wir machen die jetzt aber zu Ende. Was wir jetzt angefangen haben, wird auch zu Ende gemacht. Wir machen keine halben Sachen. Sag ich beim Schwimmen auch immer. Wenn wir schwimmen, dann schwimmen wir auch richtig. Da werden keine halben Sachen, wir sind die Luschen in dem Verein gemacht, sondern wenn dann richtig...